Unsere Bundeskanzlerin verhindert die Entlastung bei den Betriebsrenten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Im Januar 2019 hatte unser Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn, einen Gesetzesentwurf auf den Tisch gelegt, und zwar zur Entlastung der Betriebsrenten. Das Thema der Beitragsbelastung bei den Betriebsrenten ist ja ein Dauerbrenner. Circa 6 Millionen Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner fühlen sich aufgrund der Verbeitragung mit der vollen Beitragslast von 14,6% alleine nur für die gesetzliche Krankenversicherung, gelinde gesagt, abgeschröpft, wenn man das vorsichtig ausdrücken darf. Und der CDU-Minister Spahn wollte mit dem Gesetzesentwurf genau das umsetzen, was auch im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Aber unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel hat wohl kurz nachdem dieser Gesetzentwurf auf den Tisch gelegt worden ist, gesagt, mit ihr nicht. Das heißt also, dies liegt zurzeit nicht auf der Tagesordnung und hätte keine Priorität für sie. Und es ging auch darum, dass die gesetzlichen Krankenkassen weiterhin genügend Geld haben und auch hier die entsprechenden Finanzierungsbedarf für die anderen Aufgaben da sind. Und deshalb könne man die Beitragsentlastung für die Betriebsrentner, die ja eigentlich zum 1. Januar 2020 kommen sollte, nicht bringen. Das heißt, der Gesetzesentwurf ist zurzeit noch nicht einmal in den entsprechenden Gremien und wird auch nicht als, wird nur als Gesetzesentwurf behandelt und ist nicht in dem entsprechenden Gesetzgebungsvorgang eingebracht worden. Letzten Endes heißt das, dass aufgrund der Entscheidung durch Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, diese Betriebsrenten, also diese Entlastung für die Betriebsrentner, für die seit Jahren gekämpft wird, nicht kommen wird, also zumindest nicht dieses Jahr und auch nicht nächstes Jahr, sondern dass das wieder ein Projekt ist, was auf Eis geschoben wird. Und das wird mit Sicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit, für sehr viel Unmut sorgen. Und wir können halt eben nur hier sagen, wir müssen abwarten. Zu lesen und zu hören war, dass einzelne CDU-Mitglieder gesagt haben, dass sie sich das nicht gefallen lassen wollen. Und sie wollen trotzdem für die Beitragsentlastung, wie es geplant war, kämpfen. Und deshalb müssen wir halt eben die Entwicklung bei der Beitragsentlastung für die Betriebsrenten abwarten. Zurzeit bleibt es so, wie es ist. Betriebsrenten werden mit dem vollen Beitragssatz belastet und sorgen dafür, dass die Krankenkassen viel Geld einnehmen können. Näheres zum Thema der Beitragsentlastung bei den Betriebsrenten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.